der Schweiz gibt es einige Privatschulen. Es gibt unterschiedliche Ausbildung und Niveaus. Zurzeit gibt es nur eine staatlich anerkannte Ausbildung in der Schweiz. Das ist diejenige, die auf Niveau höhere Fachschule ist. Ich habe als Kind erste Erfahrung gemacht mit der Homöopathie, mit Ohrenschmerzen und war froh, dass die Schmerzen so schnell weg waren. Das war das erste Erlebnis. Und später, mit weiteren Behandlungen, habe ich gemerkt, was die Homöopathie bewirkt, was die Schönheit ist davon. Ich habe dann angefangen, Bücher zu lesen, Vorträge zu besuchen, habe aber gemerkt, dass es dazu eigentlich eine gute Ausbildung braucht. Die Voraussetzungen für die Ausübung des Berufs, die sind kantonal geregelt. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass man, bevor man sich entscheidet für eine Ausbildung in Homöopathie, sich erkundigt, ob die Ausbildung auch anerkannt wird. In allen Umfragen Homöopathie ist am meisten angefragt. So natürlich der Bedarf an gut ausgebildeten Homöopathen ist da. Eine Ausbildung zum klassischen Homöopathen dauert in der Regel zwischen 3 und 4 Jahre. Und diese kann berufsbegleitend oder Vollzeit absolviert werden. Da muss man eine abgeschlossene Berufslehre haben oder eine Matura. Und man muss aber keine Vorkenntnisse mitbringen in Medizin oder in Homöopathie. Jeder, wer an Natur glaubt und helfen will, ist geeignet, Homöopathen zu werden. Die Erfahrungen sind gut. Also ich habe eigentlich jeden Tag Freude an meinem Beruf. Ich würde ihn wieder wählen. Bin aber froh, dass ich eine gute Vollzeitausbildung gemacht habe. Also rückblickend ist ein Riesengebiet, das man lernt. Und je mehr oder je besser die Ausbildung ist, desto optimaler ist eigentlich der Einstieg in den Beruf. Die Anbieter von solchen Ausbildungen sind Privatschulen. Das heißt, die Kosten werden meistens von den Studierenden selber getragen und sind auch da je nach Anbieter sehr unterschiedlich. Wenn wir als Beispiel eine umfassende Ausbildung auf Niveau höhere Fachschule nehmen, dann muss man mit Kosten von ca. 1000 Franken pro Monat rechnen. Für Absolventen eines Bildungsgangs auf Niveau höhere Fachschule beteiligen sich gewisse Kantone und übernehmen einen Großteil der Ausbildungskosten. Und es gibt auch für Studenten die Möglichkeit von Stipendien beantragen. Die Homöopathie und Schulmedizin, sie ergänzen einander. Sie sprechen nicht gegeneinander. Das ist meine Erfahrung. Es gibt in diesem Sinn keine Spezialisierung in der Homöopathie. Aber es gibt seit einigen Jahren gibt es die Möglichkeit, sich für Tiere ausbilden zu lassen, also in Tierhomöopathie sich ausbilden zu lassen. Ich bin 27 Jahre in der Schweiz, habe ich einen großen Entwicklungssprung von Homöopathie erlebt. Und es wird weiter wachsen. Es wird weiterentwickeln. Nur, wir haben die Verantwortung, dass wir noch fundierte Homöopathen ausbilden, dass die Zukunft von Homöopathie versichert ist.